Was passiert, wenn ich eine Erwerbsminderungsrente vor dem 65. Lebensjahr in Anspruch nehme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe wieder eine ganz interessante Frage auf rentenbescheid24.de erhalten. Kann ich eine EM-Rente wie eine Altersrente auch vorzeitig in Anspruch nehmen? Mit Fragezeichen, was für uns, für eine Altersrente völlig klar ist. Ich gehe vor meiner individuellen Regelaltersgrenze in Rente und bekomme dann eine vorgezogene Altersrente mit oder ohne Abschläge. Das gibt es an sich bei einer EM-Rente auch. Aber natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt mal morgen los und beantrage meine EM-Rente und dann kriege ich die vorzeitig, sondern das hier ist was ganz anderes gemeint. Welche Folgen hat es denn, wenn ich vor dem 65. Lebensjahr eine Rente wegen Erwerbsminderung bekomme? Und da gibt es eine Grundregel im Gesetz, § 77 Absatz 2, können Sie mal nachlesen. Da steht nämlich Folgendes drin. Wenn ich eine Erwerbsminderungsrente vor dem 65. Lebensjahr bekomme, dann bekomme ich auf diese Erwerbsminderungsrente pro Kalendermonat vorzeitigen Rentenbeginn vor dem 65. Lebensjahr einen Abschlag. 0,3% pro Kalendermonat vorzeitigen Rentenbeginns. Das Maximum dessen, was hier an Abschlag möglich ist, sind 10,8%. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, wir berechnen vom 62. bis zum 65. Lebensjahr den Abschlag. Wer also jetzt zum Beispiel mit 45 Lebensjahren oder mit 55 Lebensjahren eine solche Rente in Anspruch nehmen muss, weil er krank ist, weil es nicht mehr weitergeht, der kassiert maximal 10,8% Abschlag. Das ist natürlich auch schon eine mächtige Hausnummer. Ja, stellen Sie sich vor, 1500 Euro Rente, 10,8% Abschlag, sind 150 Euro weniger Rente pro Monat. Das tut richtig weh. Aber damit ist auch klar, dass die Erwerbsminderungsrente im Grunde genommen maximal 10,8% Abschlag hat, weil der Gesetzgeber sagt, wir fingieren, für Leute, die vor dem 62. Lebensjahr die Rente in Anspruch nehmen müssen, das 62. Lebensjahr als sogenannten Startpunkt für die Berechnung des Abschlags. Das ist die Grundregel. Von dieser Grundregel gibt es natürlich Ausnahmen. Das sind Vertrauensschutzregelungen. Die finden wir in § 77 Absatz 4. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.